So langsam mache ich mir auch ein bisschen Sorgen um unser Essen. Vor allem, da wir noch nichts anbauen können. Doch hier. Baumwolle wächst schon. 6. im April. Okay, also jetzt geht's langsam los. Da können wir die ersten Pflänzchen wieder anpflanzen. Das ist sechs sau wichtig. Wir könnten aber auch mal Folgendes machen. Wir könnten auch mal gucken, was denn hier so alles rumoxidiert. Also hier die... Das müssen wir auf jeden Fall abbauen, solange wir es können. Solange wir sowas sehen, ist das immer wichtig. Aber es gibt auch noch kaum Tiere, ne? Die ersten Eichhörnchen kommen mal wieder aus dem Winterschlaf. Das ist auch gut. Hier unten haben wir die ersten Böcke. Aber sonst schaut es noch hier ein bisschen mager aus, finde ich. Müssen wir im Winter angraben. Aber ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Wo ist denn die Lona gerade? Ah, die düst hier oben gerade rum und baut hier wie wild auf. Auch wichtig. Und jetzt? Wo geht die hin? Ah, hier oben. Ich mag Züge. Schweine sind auch super Transporttiere, muss man dazu sagen. Aber momentan dienen sie uns gerade. Zonko ist jetzt gerade dabei. Oh, Zonko mag den Tag nicht. Oh, warte mal, das müssen wir switchen. 2, 4, 6, 8 Stunden. Machen wir mal 2, 4, 6, 8. Machen wir dann Zonko Schlafenszeit gerade. Okay. So, so langsam müsste es losgehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Feldarbeit priorisieren müssen. Das heißt, Feldarbeit ist Ehrensache bei uns. Wir müssen so schnell wie möglich was aufs Feld bekommen. Das ist wichtig. Tiere könnten die... Boah, Bergbautiere wäre so geil. Ah, da sind natürlich die Könner dabei, ne? Ganz klar. Aber ich finde das ganz gut, wenn man mal gerade im Frühjahr, bis alles mal angepflanzt ist, wenn man alle mal zu Pflanzmenschen macht, ja, also so Landwirten. Erstens, weil es dann alle lernen. Das ist wichtig, gerade wenn dir dein Haupt... Dein Hauptlandwirt auf einen Schlag wegfällt, weil er irgendwie, keine Ahnung, erschossen wird. Kann passieren. Blöd gelaufen. Aber dann hast du einen Haufen Leute, die nicht Landwirtschaft können. Die heißt, du kriegst dann plötzlich eine Lücke, bis der eine, den du dann wählst dafür, soweit fix wieder auf Stand ist. Und schau her, die lernen das jetzt alle. Zonko, kann man mal gucken. Der hat mit Landwirtschaft, der hat ziemlich Interesse an Landwirtschaft sogar. Erfahrener Praktiker ist er gerade. Ja, da hat ziemlich Bock drauf. Man kann es aber auch. Level 7. So, Zonko gönnt sich jetzt erstmal ein Schlückchen. Ja? Ich mag Züge auch. Gibt's gleich Mitternachtsimbiss. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich mag Züge. Wurde von Ich mag Züge beleidigt. Zonko. Armer. Die Spürhunde. Ja, das können alle tragen mittlerweile. Das ist eine super Sache, gerade wenn es um später dann mal um Zusammensammeln von irgendwelchen Rohstoffen geht. Gerade auch agrarmäßig. Das ist super wichtig. So, wie schaut unser Strom aus? Oh. Verbunden ist extrem viel, aber gespeichert wird sehr wenig. Wie viel Essen haben wir noch? Es wird weniger. 850 rum. Wir müssen gucken, dass wir das hinbekommen. Was ist da passiert? Oh. Gehst du auch ins Krankenhaus? Ja, gehst du. Dann schicke ich gleich Maxli hin, wenn er ankommt.
gleich behandeln. So, wie schaut es hier außen auf den Feldern aus? Wird schon, oder? Ah, hier oben, der Strom wird jetzt langsam besser. Oh, wunderschön, jetzt kommt endlich was an. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Da, schau her, hier wird alles angepflanzt. Alles. Ich hoffe noch ein bisschen schneller. Oh! Prudence ist trächtig. Mensch! Yay! Cool. Welpen! Alle lieben Welpen. Alle lieben Welpen. Haben wir irgendwo noch... Wir könnten doch irgendwo noch Strom gewinnen. Schwein könnten wir mal jagen hier. Bis wann das? Ach, Zonko kommt. Okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben gar nichts mehr saftmäßig in der Base. Das ist aber... Wie viel brauchen die denn? 85 Watt. Die produzieren im besten Falle tagsüber auf jeden Fall mehr. So. Gut. Bauen wir halt hier nochmal 3 Stück her. Wir brauchen aber auf jeden Fall nochmal ein Stromkabel, das von hier ein bisschen als, Mist. Wir brauchen Strom außenrum. Damit der Saft hier auch an mehr Stellen rauskommt, ist wichtig. Wer ist der Vater? Ich mag Züge. Was? Ein Herzchen für die Hunde. Andreas, bin ich voll bei dir. So. Gucken wir mal, wie schaut's hier aus? Oh, hat schon was. Wird so langsam, meine Lieben. Wird schon so langsam. Wir bauen langsam an. Wir haben aber auch nur noch 628 Mal Gemüse in der Pfanne. Und danach wird's eng. Und ihr seht schon, wie lange das dauert. 8,7% sind die erst gewachsen, die ersten. Erdbeerchen 9,3%. Das ist zu wenig. Da geht noch was. Da muss noch was gehen, weil ansonsten kriegen wir jetzt echt gleich einen Rappel. So, jetzt gucken wir mal schnell, wie weit kommen wir da gerade. Aber wir haben extrem viel angebaut. Da wird auf jeden Fall super schnell super viel fertig. Auch ein bisschen Mais zum Beispiel wird auch angebaut. Was? Gebratenes Alpaka im Speckmantel? Das kann ja wohl nicht sein! Es wird niemals ein Alpaka im Speckmantel gebraten. So. Gucken wir mal. Ja, schaut gut aus. Auch das erste Heugras. Das werden wir im Übrigen jetzt hier auslagern. Und zwar, wir werden hier eine neue Lagerzone aufbauen. Und hier Lager. Alles löschen. Heu. Wichtig. Und machen wir es kritisch. Heu sollte ja eigentlich nicht schlecht werden, oder? Denke.
So. Oh, Überfall. Gucken wir mal. Wir räumen auf jeden Fall die ganze Gang zusammen. Die greifen natürlich nachts an. Ist ja logisch, ne? Stopp. Gucken wir mal schnell. Wir haben das, wir haben das. Hier haben wir noch einen Bogen bei Ilona. Die kriegt die schwere Maschinenpistole. Da kommen wir einmal Uzi. Redstone geht natürlich in seine Verteidigungsposition. Okay. Die Gang ist ready. Kommt nur, ihr Schäfchen. Echt jetzt? Naja, mir soll es recht sein, ne? Jede Sekunde, die Tag ist, geht unsere Verteidigung online. Oh, komm, eine Karre. Oh, sorry. Schauen wir mal. Ah, die kommen von da oben. Jetzt kommen sie rein. Okay. Machen wir Folgendes. Dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir halt auf die Entfernung. Weil das können wir mit dem. Okay, ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Okay, Maxli, du gehst mal rein. Okay, ihr seid alle entlassen. Wunderbar. Sauber gearbeitet, Freunde. Sauber gearbeitet. Wirklich gut. So, dann machen wir hier wieder dicht. Okay. Großhändler. Handelsschiff ist eingetroffen. Ja, supi. Dann, wer ist der Beste nochmal gleich? Maxli. Ab zum Großhändler. Cool. Okay. Also, wir haben Hühnchen. Küken! Die bringen schon gar nicht so wenig, ne? Also, da kannst du nochmal richtig was holen. Prudence, die werden wir behalten. Othello ist klar. Alpaka ist sowieso klar. Weibliche Alpaka wäre noch geil. Kraftstoff, Neutramin. Brauchen wir später wie Hölle. Auch Baumaterial. Neutramin und Baumaterial werden wir später einkaufen, wie als gäbe es kein Morgen mehr. So. Stahl, ist klar. Granitblöcke bringt einer, könnte man mal so... Jawohl, ich will da nichts verkaufen, ehrlich gesagt. Bier ist gut. So. Das ist alles zum Einkaufen. Gold, klar. Öki? Die haben gar nichts für uns. Haben leider nichts für uns. Schade. Gucken wir mal hier oben. Die müssten ja immer noch alle dabei sein, hier irgendwie. Obwohl. Ja, wohl, können wir auch. Wo liefert ihr die? Wo bringt ihr die hin? Ah! Okay. Da rein. Bergmann, den hätten wir hätten ihn so dringend retten müssen eigentlich. Weil die wären so wichtig gewesen.
So.